In Köln sollen die städtischen Kliniken mit der Uniklinik zu einer Charité des Westens zusammengelegt werden. Der Grund? Man möchte rund 40 Millionen Euro einsparen. Diese Entscheidung kostet nicht nur viele Arbeitsplätze, sondern wird auch das medizinische Angebot in der Fläche negativ beeinflussen. Viele kleinere Kliniken der Stadt werden wohl bald keine medizinische Vollversorgung mehr anbieten können. Ein Szenario, das beängstigt. Wir Freie Wähler sagen ganz klar Nein zu dieser Entwicklung. Wir fordern den Erhalt und den Ausbau kommunaler Krankenhäuser. Wir müssen eine solide und verlässliche Finanzierung unserer Krankenhäuser sicherstellen. Dies wurde uns durch die Corona-Pandemie eindrucksvoll verdeutlicht. Jedes einzelne Krankenhaus ist in unserer Zeit wichtig. Wir wollen erreichbare und wohnortnahe Krankenhäuser und hierbei soll das Wohl der Patienten im Mittelpunkt stehen. Die vielfältige Trägerschaft der Krankenhäuser hat sich bewährt und soll auch erhalten bleiben. Dabei wollen wir jedoch keine Gewinnmaximierung auf Kosten der Patienten und des Gesundheitssystems. Eine stationäre Krankenhaus- und Notfallversorgung muss in allen Teilen unseres Landes gewährleistet bleiben. Deshalb am 26. September auch in Köln Freie Wähler in den Bundestag wählen. Mit der Zweitstimme wählen Sie die anständige Alternative und Veränderungen in diesem Land.